So, dann melde ich mich auch kurz zu Heiligabend zu Wort und Bild. Denn gestern hat es mir zeitlich nicht mehr gereicht, kurz ein Video zu drehen. Und nachdem die Woche, beziehungsweise am Wochenende war ich ja weg und die Woche dann mit einem kleinen DAX-Minus-Trade begonnen hatte, konnte man in der Rest der Woche, die ja nicht besonders lang war, noch super Setups konnte ich vorstellen. Hier war jetzt eben zwar kein Pfeil eingezeichnet, aber hier war in den Videos kann man das nachsehen und hören, dass hier das Kursziel auch per Schrift, kann ich es noch sozusagen beweisen, wer das will, war eben angegeben, dass hier Kurse an 10.680 und im besten Fall noch vor Weihnachten bei 10.730 möglich waren oder wären. Und es ist tatsächlich der DAX bis an diese Abwärtstrendlinie dann angestiegen. Doch nicht nur der DAX war dann noch ein Volltreffer, sondern auch noch hier die anderen Aktien bzw. Basiswerte. Die Deutsche Bank ist ein längeres Setup, das lief noch. Und konnte eben am letzten Handelstag auch super zulegen. Gold war ja hier erwähnt worden, dass das jetzt hier nicht das unbedingt das gute Signal war, aber ist noch im Rahmen des Möglichen gewesen, dass es hier eben auch gleich durchstartet. Aber das Bessere war auch zigmal auch im Video erwähnt, ist noch nicht ausgeführt worden. Und hier hielt dann auch noch die Unterkante des Rainbows den Verkaufsdruck stand. Also hier ist nichts besonders passiert, hier würde man vielleicht leicht im Minus liegen. Aber das andere Setup ist ja noch nicht aktiviert worden. Hier bin ich dann zu früh ausgestiegen, habe ich die Geduld mich verlassen bei Gary Weber, wo ich gedacht habe, das steigt gleich zu Beginn kräftig an. Ist dann nur an diese, ja fast exakt, ja, Linie, die auch eingezeichnet war, abgeprallt bei 12,72 und konnte halt nicht die 10% leider machen, aber im Gewinn. Dürfte, wie gesagt, auch was ich geschrieben habe, dürfte trotzdem hier jeder sein. Oder wer ein bisschen längere Geduld hatte, konnte auch 3-4% mitnehmen, aber halt keine 10% wie erwartet. Hier lief es dann perfekt. Das ist ja so ein Setup gewesen. So stellt man das als Analyst, als technischer Analyst gerne vor. Frühzeitig das Ausbruchsszenario, die Stop-Buy-Marke benannt worden. Hier unten der graue Pfeil hätte direkt. Dann kam eben nur ein kleiner Fehlausbruch, aber auch der Stopp hätte auf Stoppkursbasis hier gehalten. Und dann nochmal beschrieben, als es dann hier stand mit Kursziel EMA 200 und zack, wie man sieht, na, perfekt hier rangelaufen und ja, dann wieder zurückgekommen. Und aktuell steht man wieder deutlich höher. Also hier ist wirklich, muss jeder, wer das nachvollzogen hat, im Plus sein. Des Weiteren hier das Euro-US-Dollar-Setup, Kaufbereich frühzeitig festgelegt und ja, im Gewinn, was will man mehr. Und auch noch zuletzt hier das Pfund gegen US-Dollar, hier Text geschrieben, längere Analyse, kann direkt durchstarten, auch wer jetzt hier gekauft hat bei 1,49. Ist jetzt im Plus und die, jetzt habe ich es verschoben, und die Alternative war ja erwähnt worden, eben noch die Unterkante des größeren Trendkanals hat genau getroffen und dann die Aufwärtsbewegung. Auch hier muss jeder selbstständig dann natürlich Gewinne mitnehmen, Teilgewinne mitnehmen und oder auch einfach nur Stopp nachziehen und hoffen, dass es doch noch ein Stück weiter geht. Also hier passt im Prinzip alles perfekt. Hier würde ich eher auch den Stopp einfach nur nachziehen, beziehungsweise Teilgewinne sichern und den Stopp einfach in Gewinn ziehen. Wer jetzt nicht unbedingt gleich direkt hier komplett die ganze Position gekauft hat, ja. So. Also mal wieder dann die Woche, sage ich mal, mit 70-80% Trefferquote dann noch abgeschlossen, obwohl es halt kurzzeitig nicht gut begonnen hat. Also ich kann hier sehr zufrieden dann jetzt mein Festmahl zu mir nehmen und wünsche eben allen dann nochmal hier mit frohe Weihnachten und ja, noch einen guten Rutsch noch nicht. Ich werde noch nächste Woche eben weiter fleißig nach noch Setups suchen, beziehungsweise
auch dann Videos vorstellen. So, aber jetzt ist genug. Danke und bis nächste Woche.